Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Replay Spellforce The Order of Dawn. Ihr werdet euch fragen, warum sind wir jetzt eigentlich in Graufurt? Wir haben, nachdem wir die letzte Map siegreich geschafft haben, einige Nebenquests noch hier zu erfüllen. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal etwas hier fortbewegen. Ich glaube, wir wollten noch mit Tanara der Näheren sprechen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, denn es ist eine unglaublich doofe Sache passiert. Ich muss diese ganze Folge, beziehungsweise die nächsten 54 Minuten, die muss ich komplett nachvertonen. Und das fällt mir immer richtig schwer, denn ich bin im Nachvertonen einfach unglaublich schlecht. Deswegen seht ihr nun meine Versuche, diese 54 Minuten noch irgendwie zu retten. Ah, ihr schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ich habe Felsspinnenseide. Ich habe die Felsspinnenseide. Na endlich, dann kann ich mich ja an die Arbeit machen. So, hier ist eure Robe. Bringt sie zurück zu Gaba, diesem hoffnungslosen Taugenichts. Ja, damit wir diese Questreihe hoffentlich endlich mal abschließen können. Ja, Tanara hat sich die Finger blutig genäht, wie ein sehr eifriges indisches Kind. Aber man muss ja auch mal überlegen, die will ja auch nur irgendwie ihr täglich Brot verdienen. Hier gucken wir jetzt noch einmal kurz in unser Zauberbuch und ich habe keine Ahnung, was ich gefaselt habe, als ich das Video aufgenommen hatte. Irgendwie war das Mikro nicht richtig eingestellt und dadurch war es eben so, dass die Tonspur quasi nicht existent war. Und egal wie hoch ich das gedreht habe, es ging nicht. Hey Gaba! Habt ihr die Robe flicken lassen? Hier, ich habe die Robe flicken lassen. Ich sag genau das gleiche wie er. Vielen Dank. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch tun sollte. Aber jetzt will ich euch nicht länger behelligen. Ihr habt mir wahrhaftig genug geholfen. Viel Glück auf euren Reisen. Also ehrlich gesagt hätte ich fast erwartet, dass er nochmal sein Mündchen aufmacht. Aber offenbar ist er zur Einsicht gekommen, dass man ja nicht sein ganzes Leben auf die Schultern eines Runenkriegers abwälzen kann. Wir gehen jetzt hier nochmal in Richtung Süden. Denn hier gab es auch noch eine Sache, die ich erledigen wollte. Aber das werden wir dann gleich sehen. Wir ziehen natürlich den schönen Runenmief wieder hinter uns her. Zauberaura. Ich muss sagen, bisher gefällt mir die weiße Magie wirklich sehr, sehr gut. Haben wir eigentlich noch Runen, die wir irgendwie austauschen müssen? Ich glaube, ja, da ist eine. Okay. Ja, die Elfen werden ja in nächster Zeit nochmal häufiger vorkommen als Rasse. Und da wäre es ziemlich blöd, wenn wir nicht ausnutzen würden, dass wir stärkere Einheiten haben. Die Elfen haben ja in der letzten Map bewiesen, dass sie durchaus kampfstark sind und auch gegen die untoten Horden sich nicht zu fürchten brauchen. Gerade die Windschützinnen liebe ich als einer da doch sehr. Wir könnten vielleicht auch mal gucken, ob wir... Nee. Kastagir. Hey ho. Seid gegrüßt. Ist es vielleicht dieser Ring, den ihr den Schattenring meint? Gefunden. Unfassbar. Der Schattenring. Er sieht tatsächlich so aus, wie mein Meister ihn beschrieben hat. Aber es ist nur ein gewöhnlicher Ring aus Silber. Von ihm geht keine Kraft aus. Ihr habt recht. Ihm scheint keine Macht innezuwohnen. Und doch sieht er aus wie der Schattenring. Ich muss Rigur befragen. Rigur? Einer der wenigen, die es außer mir wagten, die Schatten zu studieren. Er war auf der Jagd nach einem abtrünnigen Nekromanten. Dann verschwand er, irgendwo in den Düsterlanden. Die Düsterlande? Dorthin wird mich mein Weg wohl ohnehin führen. Ja. Ich nehme den Ring mit. Wenn ich Rigur finde, werde ich ihn dazu befragen. Tut das. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich spüre, wie meine Zeit verrinnt. Okay, wenn uns diese Quest irgendwo in den Düsterlanden begleiten wird, beziehungsweise wir Rigor in Farlornsheim, interessant. Farlornsheim, da haben wir ja schon das Portal hier gesehen, guckt mal. Allerdings ist die Torfeste natürlich hier zu. Wir werden Farlornsheim also im späteren Verlauf des Spiels definitiv besuchen. Für alle, die das Spiel schon kennen, die wissen das ja eh. Von daher, ich glaube, waffentechnisch und ausrüstungstechnisch können wir gerade auch nichts verbessern. Ja, Rigor, auch bekannt als Zwillingsbruder von Ragu. Ja. Die beiden gehen gerne zusammen essen und so. Ja, wie gesagt, die weiße Magie gefällt mir aktuell eigentlich ziemlich, ziemlich gut und überrascht mich auch. Gerade die Nutzbarkeit im Kampf. Dieser Dornenschild ist ja schon ziemlich heftig. Wir lassen Sartarius mal mit seiner Trauer alleine und gehen zurück in die nördlichen Windwalberge. Von hier aus werden wir dann in die nächste Karte gehen. Das sind die südlichen Windwalberge und das wird nochmal sehr interessant. Denn wir haben ja erfahren, dass die
Menschen und Zwerge der Windwahlberge einst ein großes Band der Freundschaft miteinander verband, aber es ist irgendetwas geschehen. Wir verwenden jetzt hier den Zwergentorschlüssel und können nun die Torfeste passieren. Ja, interessant ist, dass der Herrscher des Hauses Hallit nicht so wirklich den Mund aufmachen wollte, was genau da passiert sein kann. Deswegen wird es für uns jetzt interessant herauszufinden, was die Ursprünge sind. Und warum dieses, ja, lange Band der Freundschaft überhaupt getrennt werden konnte, denn das wird nicht einfach so passiert sein. Wir möchten dieses Portal betreten. Ladesequenz. Ich habe mich so geärgert, dass ich das alles jetzt neu synchronisieren muss, weil ich so unfassbar lustig war in der originalen Aufnahme. Ich habe so viel Dünnschiss gelabert. Aber es war einfach on point. Was ist das? Fulgrot. Wie habe ich das Gesicht von Goblins vermisst? Unglaublich. Wirken wir erstmal das Dornschild und begrüßen ihn auch freundlich. Zeigen wir ihm, wie viele kleine Stacheln wir in unserem Körper haben. Oh, er hat einen grün verpesteten Dolch. Du willst den Runenmief gegen mich selbst richten? Oh, Fulgrots Giftdolch und Fulgrots Pestdolch. Aber hatte er nicht nur einen Dolch in der Hand? Keine Ahnung. Oh, da ist direkt ein Heldenmonument, das ist gut. Das heißt, wir können da gleich unsere Unterstützer hier herbeirufen. Auf das wir dann hoffentlich ein leichteres... Oh, da ist direkt die Zwergengarde hier. Hallit. Und Hallit-Veterane und Ragnar. Wie hieß der mit vollen Namen? Ragnar Thorgrimsson, okay. Mit dem werden wir gleich sprechen. Ja, die haben beide den gleichen angeklebten Bart. Dass das den Zwergen nicht peinlich ist. Also ihre Bärte sind eigentlich mehr, das sind eigentlich mehr behaarte Hälse. Ganz komisch. Aber lassen wir das mal erstmal gelten. Wir schieben das mal auf die Spielengine, die einfach noch nicht so weit war, epische Bärte zu zeigen, ne? Also dieser Trend mit diesen riesigen langen Bärten, der kam ja auch erst ein paar Jahre nach Spellforce The Order of Dawn. Da haben sich die Entwickler wahrscheinlich gedacht, müssen wir nicht so viele Ressourcen drin verwenden, ja. Leute, wenn jetzt heute ein Hipstermann dieses Spiel spielt, dann wird er sich aber umsehen. Der wird das Grauen bekommen. So, Helden, sammelt euch hier vor der Torfeste von diesen fulminanten Zwergenstatuen. Mal sehen, was Ragnar sagt. Euresgleichen ist hier nicht gern gesehen. Mensch, ich rate euch, rasch weiterzureisen. Ihr mögt euch hier frei bewegen und in unserer Stadt Handel treiben. Aber solange ihr keinen Fürsprecher habt, werdet ihr bei uns wenig Freundlichkeit vorfinden. Und noch etwas. Im Süden unseres Landes treibt ein Riese sein Unwesen. Wenn ihr ihn seht, flieht besser in die Stadt zurück. Okay. Ich brauche also einen Fürsprecher. Hier, sofort. Das ist ja schon mal merkwürdig. Man fragt sich wirklich, warum das Ganze. Menschen sind hier also vorwärts. Nicht länger gern gesehen. Hier sind auch überall Wachmänner. Folgt mir. Und natürlich haben wir hier viele Uragursamen, okay. Eisen und Mondsilber. Die Zwerge schürfen natürlich hier viel in den Windwahlbergen. Nach seltenen Erzen und Metallen und so weiter und so fort. Das, was sie dann eben auch weiterverarbeiten können. Und Mondsilber ist auch eine der Ressourcen, die Zwerge benutzen, wenn wir sie denn spielen können. Das wird in der nächsten Map der Fall sein. Sam Talindar. Hatten wir nicht schon mal einen Talindar? Lordaeric Svartlar, Skarvik Eisenbart, Kronvik Gimlison. Ich kenne einen Gimli. Bereit. Reden wir erstmal mit Uragursam. Hey ho. Lasst mich zufrieden, Mensch. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Das sieht einfach so dämlich aus mit den Bärten. Das ist unfassbar. Oh, wen haben wir denn da? Hexer, Nekromanten, das sind Dunkelelfen. Und sie scheinen die Zwerge hier zu beobachten. Die Frage ist, warum tun sie das? Haben sie vielleicht etwas mit diesem Konflikt zu tun, der ausgebrochen ist zwischen den Menschen und den Zwergen der Windwahlberge? Hatten wir eine bessere Heilung? Nein, hatten wir nicht. Okay. Ja, wir waren ja mit Kriegskunst jetzt nicht so weit wie manche unserer Helden, aber wollen wir eigentlich auch gar nicht.
So, erstmal den Seelenfelsen aktivieren, schwuppdawupp, und dann wollen wir mal gucken, was der Händler so anzubieten hat. Vielleicht noch irgendwelche Runen oder Pläne, die wir sonst nicht bekommen würden. Vielleicht auch ein paar Zaubersprüche. Heilung auch nur Stufe 3. Oh, der Förster. Den hatten wir aber ja schon. Skarvik. Ein Mensch? Was treibt euch hierher? Euresgleichen ist bei meinen Brüdern nicht eben gerne gesehen. Ist mir kaum aufgefallen. Man nennt mich Skarvik. Ich bin einer der Schmiede hier. Ich habe euch Menschen eigentlich immer gemocht, bis dieser Lordling kam. Lordling? Guckt euch mal seinen irren Blick an. Der hat das eine Auge voll aufgerissen. Warum hat sich euer Volk von den Menschen abgewandt? Joshua, der Lordsohn der Haliten, hat sich mit Schande bedeckt. Er hat Herger, seinem Bruder im Blute, im Kampf verraten. Er floh, während Herger zurückblieb, dem Tod geweiht. Aha. Fragt unseren Tanenskeld. Es war sein Entschluss, den Bund mit den Menschen zu beenden. Denn Herger war sein Sohn. Ach du meine Güte. Das ist natürlich eine harte Sache. Jetzt erklärt sich auch, warum der Lord Hallet nichts sagen wollte. Er wollte seinen eigenen Sohn nicht reinreißen. Aber immerhin wissen wir nun, was hier vor sich geht. Vielleicht lässt sich das irgendwie wiederherstellen, dieses Band. Die Frage ist, wo ist der Sohn? Wo ist der Lordsohn? Der muss sich ja irgendwo noch hier verstecken. Was hat es mit dieser Blutsbrüderschaft auf sich? Seit Jahrhunderten leben die Zwerge und Menschen der Windwallberge in einem Bündnis. Nach dem Krieg der sechs Völker begann die Bruderschaft des Blutes. Seit dieser Zeit verbinden die ältesten Söhne der Fürsten ihr Blut miteinander, um den Bund zu besiegeln. Dies ist Tradition seit Generationen. Auch unser Tanenskeld und der Lord der Haliten, Junir, wurden so einst zu Brüdern. Vor wenigen Monaten schlossen Herger und Joshua den Bund. Gibt es nichts, was das Bündnis wiederherzustellen vermag? Das kann nur unser Tanenskeld entscheiden. Okay. Das heißt, wir müssen mit ihm auf jeden Fall reden und gucken, ob wir ihn überzeugen können, überhaupt etwas daran ändern zu wollen an der Situation. Aber bei jahrhundertelanger Verbundenheit würde ich davon jetzt mal ausgehen. Ich muss ins Grauschattental. Ihr könnt unser Land durchreisen, wie es euch beliebt, Mensch. Der Osten jedoch, dort, wo es ins Tal der grauen Schatten geht, ist mit einem Tor verschlossen. Wofür dient das Tor? Es soll uns vor dem schützen, was dahinter lauert. Jenseits des Tores beginnt die Kaltmark. Ein Land so grausam wie der Eiswind über den Bergen. Wenn dies der einzige Weg ins Grauschattental ist, dann werde ich ihn gehen. Der Wächter am Tor in die Kaltmark hört nur auf den Befehl unseres Tanenskeld. Ihr werdet seine Erlaubnis benötigen, um weiter nach Osten vordringen zu können. Okay. Das heißt, der Weg führt nur über Tanenskeld. Ich brauche jemanden, der für mich bürgt, Meister Skarvik. So? Denkt ihr etwa, ich hege keinen Groll gegen euer Blut? Lordling Joshuas Feigheit entfacht in mir den gleichen Zorn wie bei meinen Brüdern. Aber Streit führt uns nur in den Untergang. Wenn ihr den Bund neu schmieden wollt, um der Gefahr aus dem Osten zu begegnen, dann soll es nicht am Starrsinn unseres Volkes scheitern. Oh, ihr macht einen anständigen Eindruck. Ihr seid kein Schwächling wie dieser Joshua. In euren Augen brennt Feuer. Also gut, ich werde für euch bürgen. Enttäuscht mich nicht, Mensch. Oh, danke. Sehr gut, damit haben wir ihn auf jeden Fall schon mal auf unserer Seite. Er könnte Schmied sein. Fragen wir ihn mal, ob er auch Waffen fertigt. Fertigt ihr auch Waffen? Danke. Ich habe keine wirklich gute Waffe mehr geschmiedet, seit die Minen auf dem Schwertfels zerstört wurden. Auf dem Schwertfels? Eine Insel südwestlich von hier. Dort gruben wir das seltene Adamantinum aus der Erde. Und die Diener der Tiefe, die dort leben, empfingen uns als Brüder. Aber der Zirkel befahl uns, immer mehr Waffen zu schmieden.
Und eines Tages traf uns der Zorn unseres Gottes. Die Minen wurden zerstört. Und die mächtigen Klingen der Macht sind seitdem nur noch Legende. Könntet ihr mir eine Klinge der Macht fertigen? Das könnte ich wohl. Was glaubt ihr, wen ihr vor euch habt? Aber um ein solches Werk zu beginnen, benötige ich eine Grundform, eine Erdenklinge, ein Gegenstand, wie er nur auf dem Schwertfels zu finden ist. Die Diener der Tiefe schmiedeten sie in den Tagen, als noch ein Bund zwischen uns bestand. Nur auf dem Schwertfels werdet ihr fündig werden. Okay, der Schwertfels ist übrigens die optionale Karte in diesem Spiel, die wir von hier aus, von dieser Map aus betrachten können, beziehungsweise auch begehen können. Diese Nebenquest führt uns dahin. Uns bleibt selbst überlassen, wann wir das angehen wollen. Ich würde aber sagen, dass wir das zu einem späteren Zeitpunkt machen sollen, denn der Schwertfels kann wirklich sehr, sehr knackig werden. Sofort! Reden wir nun mal mit den nächsten Zwergen. Lordric Svartla. Ah, ihr müsst der Runendiener sein, von dem Skarvik berichtet. Wie hat er denn das so schnell gemacht? Hi, seid gegrüßt. Willkommen. Ich bin Lordric Svartla. Ich braue das hiesige Bier und andere Dinge. Falls es euch also dürstet, bei mir seid ihr richtig. Läuft er deshalb hier so nackt rum? Ich habe keine Ahnung. Was braut er denn sonst noch? Ihr braut noch mehr als Bier? Nun, ich habe mich mit Kräuterzusätzen versucht und dabei die Kräfte gewisser Pflanzen entdeckt. Ein Zwerg, der Kräuter sammelt und Tränke braut? Das klingt ungewöhnlich. Ich weiß. Doch es hat sich als durchaus nützlich erwiesen und die Leute wissen es zu schätzen. Düstere Gebräue? Vielleicht auch Gifte? Fertigt ihr auch düstere Gebräue? Vom Heiltrank zum Gift fehlt nicht viel, falls ihr das meint. Was habt ihr vor? Nun, ich dachte da an einen gewissen Riesen. Ein Gift könnte ihn lähmen. Dann wäre es ein leichtes, ihn zu bezwingen. Herger? Ein solches Monstrum zu vergiften ist nicht eben einfach. Nicht ohne ihm gleich fässerweise Gift einzuflößen. Aber ich wüsste da vielleicht ein Mittel, das wirken könnte. Zumindest würde es ihn eine Zeit lang schwächen. Man nennt es den grünen Schlaf. Das könnte uns vielleicht helfen, ihn loszuwerden. Fertigt mir den grünen Schlaf. Dazu benötige ich einige Zutaten. So etwas hat ein Zwerg nicht mal eben auf Lager. Ich brauche Beißfarn und Weberkraut. Die sollten nicht allzu schwer zu finden sein. Dazu noch Silberwind und Schwarzhalm. Die wachsen nur weit oben, in den Ostbergen. In der Kaltmark also? Die wichtigste Ingredienz aber ist ein Gift, das von den Spinnen in der Kaltmark gewonnen wird. Man nennt es das Gift der Dunkelläufer. Bringt mir diese Zutaten und ihr sollt euer Gift bekommen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, Herger loszuwerden. Denn interessanterweise bewacht er auch das Tor zum Schwertfels und deswegen ist es, unerlässlich, dass wir ihn loswerden. Was hat der denn hier? Ein Iridian-Brustpanzer. Rüstungsklasse 60. Den müssen wir jetzt mal eben gucken. Ich habe auch schon bessere Sachen hier, wie man gerade gesehen hat. Ich kaufe ihn trotzdem mal. Denn ich glaube, in Kombination mit einer Hose könnte der für mich ganz gut sein, oder nicht? Auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall wesentlich besser. Ich meine, gut, das hat hier Charisma und Charisma ist eigentlich für uns kein unwichtiger Wert, aber trotzdem, alleine für den Rüstungswert werde ich das jetzt schon mal austauschen. Dunkle Lederhose, hatten wir dann nicht was Besseres? Magische Hose. Laufen plus 5% und Kampf plus 5% Geschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Wir tauschen die, oder? Nee, wir tauschen sie doch nicht. Offensichtlich tauschen wir sie doch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte es jetzt anders gemacht, aber gut. Sofort. Kronwicke Gimlison. Wer seid ihr, Fremder? Ich erkenne euch nicht. Seitdem man mir meine Augengläser gestohlen hat, kann ich nichts mehr sehen. Wenn sie nur jemand finden und mir wiederbringen könnte. Die haben wir doch gefunden, und zwar in einer Kiste in Lianon, das ist schon ewig her. Diese Gläser hier fand ich in einer Kiste auf Lianon. Tatsächlich, das sind sie.
Wie bei allen Schlünden des Bargagor sind sie bloß nach Lianon gekommen. Hier, nehmt diese Flasche Zwergenweinbrand als Dank. Jedoch, sagt, als ihr die Gläser gefunden habt, war dort auch eine kleine bronzene Statuette? Ich denke nicht. Nein, ich fürchte nicht. Die Statuette wurde mir zusammen mit den Augengläsern gestohlen. Sie ist für mich von unschätzbarem Wert. Vielleicht könntet ihr euch noch einmal auf die Suche begeben. Ich wäre euch sehr dankbar. Das ist nur die Frage, wo wir mit dem Suchen überhaupt beginnen sollen. Und interessant los. Übrigens, dass wir uns Zwergenweinbrand gegeben haben. Den können wir vielleicht eintauschen mit einem Zwerg, den wir aus Graufurt kennen. Und da haben wir den Tarnen Skeld Sjalfsson. Auf mein Zeichen. Geht, Mensch. Euresgleichen ist hier nicht erwünscht. Ich komme auf Empfehlung von Meister Skarvik. Ich benötige eure Hilfe. Skarvik? Gut, ich werde euch anhören. Aber haltet euch kurz. Tja, was haben wir wohl vorzutragen? Dringende Geschäfte führen mich nach Osten. Dringende Geschäfte führen mich nach Osten. Der Osten ist ein Grab. Das Grab meines Sohnes. Dieser Weg wird euch verschlossen bleiben. Was ist geschehen? Es war die Feigheit eines Menschen. Lordling Joshua. Er ließ meinen Sohn Herger im Stich. Das Band zwischen Menschen und Zwergen ist zertrennt. Die Menschen von Brunnenfels haben auf dieses Bündnis vertraut. Wenn ich nicht nach Osten gelange, dann steht euch offener Krieg bevor. Wie viele Tote braucht es, bis euer Zorn vergeht? Lordling Joshua muss sich seinem Schicksal stellen. Und entweder er stirbt wie sein Bruder im Blute, oder er rächt dessen Tod. Nur eine solche Tat kann den Bund wiederherstellen. Habt ihr mich verstanden? Dann werde ich Joshua dazu bringen, seinem Feind in der Kaltmark noch einmal gegenüberzutreten. Unter diesen Bedingungen werde ich das Osttor für euch öffnen lassen. Der Lordling hat sich irgendwo südlich der Stadt verkrochen. Findet ihn. Sorgt dafür, dass der Drachling, der meinen Sohn getötet hat, sein Ende findet. Der Helm Herger soll mir als Beweis dafür dienen, dass es vollbracht ist. Wie der Zwerg austickt, ey. Was ist mit eurem Sohn geschehen? Das wissen wir doch jetzt eigentlich. Warum fragen wir das also? Was ist mit eurem Sohn geschehen? Herger brach zusammen mit seiner Garde auf, um die Pfade nach Osten zu erkunden. Wir planten, ein Heer durch die Kaltmark zu entsenden, um den Menschen im Grauschattental zu Hilfe zu eilen. Sein Bruder im Blute sollte ihm zur Seite stehen. Doch Lordling Joshua ist kein Krieger. Er ist ein Feigling. Sie durchquerten die Kaltmark, bis sie weit im Osten hoch in den Felsen auf ein Drachenwesen stießen. Ein Drachling, der dort seinen Hort errichtet hatte. Es kam zum Kampf. Der Lordling, dieser Wurm namens Joshua, nahm seine Beine in die Hand und lief davon und ließ seine Gefährten und seinen Blutsbruder im Stich. Wimmernd wie ein Weib stolperte er vor unsere Tore. Keiner der anderen kehrte mehr zurück. Fluch über den Lordling und seine Brut. Kein Bund verbindet mich mehr mit solchem Gewürm. Es sei denn, wir überreden ihn. Folgt Warum mir. Ruckelt das auf einmal so merkwürdig? Folgt okay. Mir. Offenbar ist selbst das Spiel sauer auf Joshua. Oh, Klauenreißer. Die kennen wir noch aus Eloni, da war das aber nur einer. Mittlerweile ist es ein ganzer Haufen voll. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir haben das Feuer in den Augen und den Mief im Darm. Oh, noch mehr Dunkelelfen. Gott, wie freest das aber so merkwürdig. Ich meine, ganz ehrlich, wie alt ist das Spiel? Und ich kann es nicht flüssig spielen, was soll das denn bedeuten? So, da ist der Zwergenweinbrand. Nope. Da müssen wir dann nochmal nach Graufurt zurückkehren. Je größer sie sind, Zwergendienste, Statuette. Müssen wir erstmal. Ja, vielleicht will Urak Ursam jetzt mit uns reden, wo jemand für uns gebürgt hat. Der Runenkrieger. Was führt euch in meine Minen? Seid ihr der Vorarbeiter? Der Minenmeister, wenn's beliebt. Nun sagt an, was treibt euch her, Mensch? Offenbar treibt mich gar nichts her.
Ja, gut, okay, dann lassen wir das also erstmal und verlassen diese Ruckelorgie hier. Vorwärts! Und schauen uns den Rest der südlichen Windwallberge an. Hier sind auch noch Minotauren. Stufe 5, also nicht besonders beeindruckend für uns. Stellt kein Problem dar. Es gibt noch einige weitere Quests hier in der Umgebung. Beziehungsweise Personen, mit denen wir reden können. Die befinden sich aber dann eher vor dieser Zwergensiedlung hier. So, Leben und Natur müssen wir noch einmal nachziehen. Dann wären wir damit auch auf 5. Dornschild haben wir gerade aber sowieso nur Stufe 4 vorrätig. Auf mein Zeichen und los! Auf jeden Fall ein sehr cooler Zauber, gefällt mir richtig gut. Also offensiv durchaus zu gebrauchen. Folgt mir! Jetzt gehen wir erstmal hier den Pass weiter nach unten. Sofort! Um die sollten wir uns kümmern. Oh, sogar eine Truhe, die sie bewachen. Die wird schon bald uns gehören. Los geht's! Und er wird niedergemäht. Zum Angriff! Egal ob Axt oder Keule. Flügel oder Beulen. Ich nehme sie alle. Ja. Folgt mir. Eher nutzloser Tant, aber das ist leider ganz oft so. Folgt mir. So. Hier haben wir doch welche. Miriat Halindar. Das muss die Schwester des Händlers sein. Oder? Sam Talindar. Könnte auch der Mann sein. Und Bronn Gonnar. Ja. Er war wohl mal Bauer in Wulfgar oder in Graufurt. Oder er war Wächter in Lianon. Seinem Gesicht nach zu urteilen. Alles eine Klonarmee. Seid ihr sicher, dass ihr das bei diesem Wetter tragen wollt? Wovon sprecht ihr? Meine Bekleidung ist praktischer Natur. Und das Wetter ist wahrhaftig mein geringstes Problem. Ach, verflixt. Keiner will sich mehr Zeit für ein richtiges Verkaufsgespräch nehmen. Ich bin Miria, Sam. Ach so, Frau. Sam, klar, ja. Schneidern ja. Ist mein Handwerk. Ja, war nett, dich kennenzulernen. Pff. So, schnell. Dann reden wir mit Bronn Gonnar. Der scheint hier einige Kühe zu haben, okay? Hallo? Ich will mit ihm reden. Wald ist aus der Vergangenheit. Na sowas, ein menschliches Gesicht. Bei der Gastfreundschaft der Zwerge wundert es mich nicht, dass ihr so selten eins zu sehen bekommt. Lebt ihr hier? Nein, ich bin Bronn Gonnar. Meine Familie züchtet hier seit 4 Generationen Rinder. Oh ja. Man sagt, ein Riese stiehlt euer Vieh. Diese Bestie. Spaziert hier einfach rum und stiehlt sich ein Tier nach dem anderen. Als wäre nichts dabei. Und man kann nichts dagegen tun. Gar nichts. Selbst die Zwerge werden nicht mit ihm fertig. Und das will schon was heißen. Nithalfs Hammer möge ihn treffen und zerschmettern. Ich habe einen Plan. Ich habe eigentlich einen Plan. Wie wäre es, wenn wir das Gift besorgen? Sofort! Und damit irgendwie Fleisch versetzen. Und so dafür sorgen, dass Herger das Zeug frisst. Vorwärts! Und dadurch geschwächt wird. Jetzt müssen wir uns aber auch erstmal um die Klauenreißer hier kümmern. Oh no. Sie haben uns entdeckt. Für den Orden. Verdammt. Und er läuft schon los und benachrichtigt seine fälligen Freunde. Hier, oh, da kommen sie. Auf mein Zeichen. Das ist ein Hinterhalt. Ja, das ist absolut. Das ist die Definition von Hinterhalt. Aber sowas von. Erstmal hier die Heilung sprechen. Hier. Zum Angriff. Ah ne, das war die Aura der Stärke. Die Aura der Stärke. Schade, man sieht Herger immer noch nicht, aber hier sind Urok-Raufbolde. Das sind Trolle. Da kommen schon auf die nächsten Tierwesen. Vorwärts. Dieser Ring der Magier, schnell. Warum ich immer noch so einen Scheiß kriege, ist unglaublich. Achsenwirbler. Und oh los. Gott, gleich den ganzen Haufen angezogen hier. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Kämpft, was das Zeug hält! Haltet sie auf! Klauenreißer, weg mit ihm. Oh je, wir brauchen Heilung. Zone der Heilung. Schnell! Okay, das hat nicht wirklich geholfen. Haltet durch, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Sehr gut.
zu befehlen. Irgendwo muss unter denen auch ein besonderer Mob gewesen sein, namens der Reißer. Ihr verliert ein besonderes Objekt, was wir brauchen werden, für eine Dame, die sich mit etwas mit Mode auskennt. Könnte das auf dieser Map gewesen sein? Da zerstören wir erstmal ihr Lager. Können immer noch nicht her... Doch, da. Da können wir ihn sehen. Ganz kurz haben wir ihn eben gesehen. Aber er ist schon wieder abgetaucht in den Nebel des Krieges. In die Sicherheit des Kriegsnebels. Für die Freiheit. Grüne Robe und Mondschild. Beides Sachen, die wir schon mal gesehen haben. Nichts Außergewöhnliches also. Was haben wir hier? Beißfarn. Den wiederum brauchen wir. Schicken Sie zum Seelenfluss. Für das Gift. Auf mein Kommando. Jetzt gucken wir doch mal, was die Tierwesen so verloren haben. Vorwärts. Tiermenschenmähne. Sternring. Der Reißer, da ist er. Und er hat das Reißerfell. Und wieder ist unser Questbuch aktualisiert worden. Schauen wir also mal rein. Und los. Mir nach. Reißerfell. Zeigt Miria das Reißerfell. Alles klar. Sofort. Das meinte ich mit jemand, der sich mit Mode Schnell. Auskennt. Vielleicht kann sie ja mit dem Zeug irgendwas anfangen. Und uns daraus eine prächtige Rüstung schneidern. Oder ein Wams vielmehr. Aber das werden wir dann ja sehen. Auf mein Kommando. Und los! Okay, was hat sie zu sagen? Willkommen zurück. Yo. Könnt ihr etwas aus dem Fell des Reißers wirken? Ein gutes, starkes Fell. Die Kraft des Monstrums wohnt noch in ihm. Wenn ihr mir noch 3 Mähnen der Tiermenschen bringt, kann ich euch ein Wams daraus fertigen. Okay, 3. Ich glaube, wir haben jetzt allerdings nur 2 gefunden. Bei diesem ganzen Haufen an Tiermenschen. Das heißt, wir müssen jetzt die restlichen hier noch töten und dann mal schauen, dass wir hoffentlich genügend zusammenkriegen. Dann sind hier auch noch die Trolle dran, die erledigt werden müssen. Hier ist übrigens das Gebiet von Hörger, auf das ich eben gezeigt habe. Da ist so... Also er patrouilliert hier lang und kehrt dann... Oh, da ist Joshua Hallett. Auf meinen Befehl. Klar, ist natürlich besonders sicher hier zwischen all den Tiermenschen. Kann ich schon verstehen, dass du dich hier versteckst. Für die Freiheit. Vor allem noch mit diesem schönen auffälligen Feuer. Mit diesem Mir Lagerplatz. Wir haben schon mal nichts gedroppt. Der Wächter. Natürlich mit einem Flügelhelm. Hier. Um ihn richtig sofort episch wirken zu lassen. Für den Orden. Und da ist das Tor zur Kaltmark. Ja, vorwärts zur Ehre Aonies. Dort werden wir es auch noch mit sehr gefährlichen Monstern zu tun bekommen. Oh, ein weißer Röhrling. Schnell. Wird später noch sofort wichtig. Oh ja. Haben wir jetzt noch irgendwelche anderen Tiermenschen oder ist das jetzt der letzte? Okay, dann haben wir da noch 2. Also wenn von den 3 nicht einer jetzt so ein Tiermenschenfelder verliert, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Standhalten, Männer! Wieder keiner. Mir nach. Dann versuchen wir jetzt mal unsere letzte Chance und da könnt ihr ihn endlich mal sehen. Und es ist Hagrid. Es ist einfach mal Hagrid aus Harry Potter kommt. Also ganz ehrlich, guckt euch das an. Das ist so eindeutig Hagrid. Also Phenomic, euer Einfluss hier ist klar. Oh nein, sie haben uns entdeckt, aber welchem Lager wollen sie Bericht erstatten? Ich glaube, das wird schwierig. Auf mein Zeichen. Schließt sie rein. Die Linien müssen halten. Kämpft, Männer. Ja. Und das ist jetzt einfach mal dezent scheiße. Wir haben 2 Tiermenschenmähen, obwohl wir noch 3 zusätzliche brauchen. Und das regt mich etwas auf. Denn die einzigen Tiermenschen, die wir jetzt noch in nächster Zeit überhaupt treffen können, befinden sich im Schwertfels, in der optionalen Karte, die ich noch nicht machen wollte. Wir haben ja also keine Möglichkeit mehr, diese Quest jetzt abzuschließen und das Reißerwams herstellen zu lassen. Und das finde ich ein bisschen blöd. Denn wenn man schon so eine Quest hier macht, auf dieser Map, warum lässt man dann nicht auf jeden Fall mindestens 3 zusätzliche Tiermenschenmähen droppen von diesen ganzen Tiermenschen? Warum ist das so zufallsbasiert, dass man diese Quest tatsächlich nicht abschließen kann? Das ist ein bisschen schade. Aber reden wir erstmal mit Joshua.